9. November 1938. Adolf Hitler lässt die Sturmabteilung SA und die Schutzstaffel SS überall in Deutschland jüdische Gotteshäuser niederbrennen. In jüdischen Geschäften und Wohnungen Fenster und Mobiliar kurz und klein schlagen, 30.000 jüdische Männer verhaften und in den KZs Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau körperlich und seelisch grausam quälen. Was war geschehen? Am 7. November 1938 um 9.35 Uhr betritt der 17-jährige Herschel Grünspan die deutsche Botschaft in Paris, schießt auf Legationssekretär und SA-Mitglied Ernst vom Rath und verwundet ihn lebensgefährlich. Warum dieses Attentat? Grünspans Eltern und Geschwister sind polnische Juden und leben in Hannover in einer winzigen Wohnung in der Burgstraße 36. Sie haben kaum genug zum Leben. Herschel Grünspan sucht deshalb Arbeit in Paris. Er habe Vergeltung üben wollen für die sogenannte Polenaktion in Deutschland, sagte der Attentäter nach der Verhaftung. In der Polenaktion hatte der SS-Führer Heinrich Himmler am 28. Oktober 1938 17.000 in Deutschland lebende jüdische Menschen aus Polen verhaften lassen. Darunter die Eltern und die Geschwister Grünspans. Tausende trieb man am polnischen Grenzort Benschen nachts mit Peitschenhieben ins Niemandsland. Dort vegetierten Frauen, Männer und Kinder tagelang ohne Verpflegung. Viele mussten im Freien oder in Viehställen hausen, ehe sie in polnische Städte und Ghettos weitertransportiert wurden. Die Nazi-Presse behauptete, die Schüsse auf Botschaftssekretär Ernst vom Rath seien ein Anschlag des internationalen Judentums auf Deutschland und kündigte Vergeltung an. Am 9. November 1938 erlag Ernst vom Rath seinen Verletzungen. Die Nachricht vom Tode Ernst vom Raths kam Hitler in seinem Judenhass gelegen. Während einer Feier alter Kämpfer in München beauftragte er seinen Propagandaminister Goebbels, einen vorgetäuschten Volkszorn gegen Juden zu entfachen. Noch in der Nacht vom 9. auf den 10. November begannen in Hannover, wie in ganz Deutschland, Schlägertrupps der SA und Brandstifter der SS mit dem Vorlauf zum Völkermord an Menschen jüdischen Glaubens. In der Kommandozentrale der gefürchteten SS am Königsworter Platz erhält SS-Obergruppenführer Jeckeln gegen Mitternacht einen verhängnisvollen Anruf. Hitler und Goebbels wünschen einen angeblichen Volkszorn. Sofort gibt er seinen Männern den Befehl, die Synagoge an der Bergstraße auszurauben und anschließend niederzubrennen. Gegen 2 Uhr steht das jüdische Gotteshaus lichterloh in Flammen. Tausende Schaulustige besichtigen am folgenden Tag die noch rauchenden Trümmer. Männer des 1. SS-Sturmbands, der berüchtigte Rabaukensturm, verwüsteten am 10. November 1938 in Hannover systematisch jüdische Geschäfte, schlugen die Schaufensterscheiben ein und raubten die Ladenkasse. In jüdischen Wohnungen wurden Türen aufgebrochen, Schmuck, Gold, Bargeld, Sparbücher, wertvolle Teppiche beschlagnahmt und die Einrichtung kurz und klein geschlagen. Mittags am 10. November brannte die Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Bodfeld. Hasserfüllte Nationalsozialisten zertrümmerten Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen.
94 jüdische Geschäfte und 27 Wohnungen in Hannover und zahllose weitere in Basinghausen, Göttingen, Neustadt, Peine, Wunsdorf hatten SA, SS und Parteimitglieder der NSDAP zerstört. Jüdische Gotteshäuser in Einbeck, Hameln, Hildesheim, Oldenburg, Werden, wurden in Brand gesetzt oder demoliert. In ganz Deutschland wurden in der Pogromnacht hunderte Juden getötet. Den 17-jährigen Hans Marburger verschleppten SS-Männer in die Synagoge in Peine, zündeten sie an, erschossen den Zeugen Hans Marburger und ließen den Leichnam im Mittellandkanal versenken. Schutzpolizei und Feuerwehr beschränkten sich auf das Beobachten der Geschehnisse in der sogenannten Reichskristallnacht. Höhnischer Ausdruck der Nazis für eingeschlagene Fensterscheiben in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Die von Hitler und Goebbels erwartete spontane Wut der Bevölkerung gegen die jüdischen Mitbürger blieb aus. Am 10. November um 1.20 Uhr trifft der Befehl vom Chef der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich ein. 20.000 bis 30.000 jüngere männliche und vor allem wohlhabende Juden seien in Deutschland festzunehmen und in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen einzuweisen. In Hannover und Umgebung verhaften Polizisten im Laufe des 10. November 333 jüdische Männer und eine Frau. Sie werden unter anderem im Polizeipräsidium Hardenbergstraße eingesperrt und am nächsten Tag in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Hier begann ein unbeschreiblicher Leidensprozess. Die Häftlinge wurden geschlagen, grausam gefoltert. Es wurde ihnen Trinken und Essen verweigert. Nach Wochen des Leidens durften nur diejenigen auf Entlassung hoffen, die sich Verträge über den Verkauf ihrer Geschäfte und eine Verpflichtung zur Auswanderung abpressen ließen. Zum Hohn verlangte Hitlers Beauftragter für den Vierjahresplan Hermann Göring, die Juden in Deutschland sollten als Sühneleistung für das Attentat in Paris 1 Milliarde Reichsmark aufbringen. Alle jüdischen Unternehmen konnten von Deutschen für einen geringen Ablösebetrag übernommen werden. Das Kaufhaus Sternheim und Emanuel hieß bald Magis. Aus Gebrüder Hirschfeld in der Kamarstraße 9 bis 11 wurde Heutelbeck. Textra in der großen Packhofstraße verwandelte sich über Nacht in Weiber. Der Galanterieladen Adolf Salberg in der Georgstraße nannte der neue Besitzer in Gut Göbelhof um. Kurz darauf begannen die systematischen Vorbereitungen zum Völkermord. So war es auch den in Hannover noch lebenden 1600 Jüdinnen und Juden verboten, ihren Beruf auszuüben, Kontakte zu Nichtjuden zu haben. Sie mussten den sogenannten Judenstern tragen, wurden später in Judenhäuser eingepfercht, als letzte Station für die Transporte, die ab 1941 von Westdeutschland über den Bahnhof Fischerhof in Linden nach Riga, Warschau, Theresienstadt
und Auschwitz führten. Nur wenige überlebten. In einem Schauprozess gegen Herschel Grünspan wollte Propagandaminister Goebbels der Weltöffentlichkeit den Beweis für einen angeblichen heimtückischen jüdischen Anschlag auf Deutschland liefern. Weil Grünspan behauptete, in einer homosexuellen Beziehung zu Ernst vom Rath gestanden zu haben, wurde der Prozess auf Befehl Hitlers 1942 abgesetzt. Ab 1945 verliert sich Herschel Feibel Grünspans Spur.